Die Annie the Duck-Thematik war vor kurzem noch extrem am Hochkochen, aber auch diese Flamme erlischt langsam zu einer Glut. Was bleibt, sind Fragen rund um die Influencer-Szene und wie genau wir in Zukunft mit solch brisanten Vorwürfen umgehen sollen. Und genau deswegen schauen wir uns heute folgenden Artikel an. Streamer-Streit um Annie the Duck, eine ziemlich kaputte Influencer-Szene. Die Fragen vom Anfang beantwortet der Artikel zwar nicht, hat aber trotzdem ganz viel Meinung zu dem Thema. Der Artikel wurde geschrieben von Matthias Schwarzer, der White Knight, wenn es um Mobbing und Meinungsblogger geht. Ihr könntet ihn vielleicht noch von meinem Leroy-Video kennen, wo ich einen anderen Artikel von ihm kritisiert habe. Ohne großes Zögern würde ich aber sagen, wir starten einmal direkt in den Artikel rein. Ganz kurze Warnung am Anfang, wir werden natürlich nicht den kompletten Artikel lesen, sondern uns Passagen davon anschauen. Aber wie immer sind meine Quellen unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr euch ihn im Ganzen durchlesen wollt. Große Twitch-Streamerinnen machen ihrer Kollegin Annie the Duck schwere Vorwürfe. Die reagiert mit einem Video und erzählt von übergriffigen Fans und Katzen. Durchfall. Die vielen Statements geben den Einblick in eine ziemlich kaputte Influencer-Szene, in der Annie the Duck nur das kleinste Problem sein dürfte. Schon der Einstieg in den Artikel lässt mich ein wenig schlucken. Die Wortwahl kleinstes Problem ist ziemlich relativierend dem gegenüber, was dort eigentlich passiert ist. Natürlich hat Schwarzer in einem gewissen Rahmen recht. Die individuellen Probleme sind natürlich immer kleiner im Vergleich zum kompletten System dahinter. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel von einer sexistischen Beleidigung oder Belästigung auf der Straße erzähle und du dann aber sagst, ja, dein Problem, das existiert zwar, aber viel, viel größer ist ja eigentlich die sexistische Gesellschaft dahinter, dann magst du in gewisser Weise damit recht haben. Aber es ist trotzdem in dem Moment unangemessen und relativierend der eigentlichen Tat gegenüber. Der eigentliche Artikel fängt jetzt erst an. Am Anfang fasst Herr Schwarzer die Situation rund um Annie the Duck eigentlich ziemlich gut zusammen, sodass man meinen könnte, dass er das Thema fast durchdrungen hat. Solltet ihr nicht mitbekommen haben, was passiert ist, lese ich euch einfach mal einen kurzen Abschnitt hier vor. Die Anschuldigungen sind oft vage formuliert, reichen manchmal bis tief ins Private und sind für Außenstehende kaum überprüfbar. Grob zusammengefasst aber fühlen sich mehrere Betroffene von Badur, also Annie the Duck, auf unterschiedliche Weise ausgenutzt. Die Streamerin Mauki, die das Thema als erste aufbrachte, bezeichnete Badur in einem X-Post als skrupellose und selbstsüchtige Person. Jahrelang sei sie emotional missbraucht, ausgebrannt, manipuliert und instrumentalisiert worden. Sie habe Übergriffe, Missbrauch und Tierquälerei erlebt. Auch Reefed konnte die Erfahrungen, die Mauki gemacht hat, decken und hat das Ganze mit ihren eigenen Erlebnissen ergänzt. Der Artikel geht dann weiter. In der Fan-Community ist man sich schnell einig. Badur alias Annie the Duck ist unten durch. Die Kommentare im Netz schwanken zwischen Gossip, Gehässigkeiten und größtmöglichem Drama. Manche äußern ernsthafte Besorgnis. Die ganze Formulierung wirkt ein wenig wie False Balancing. Es wird so dargestellt, als sei das meiste Gossip und Gehässigkeit. Mitgefühl scheint laut seiner Formulierung eher die Minderheit auszumachen. Dabei habe ich hingegen zum Beispiel mehr Solidaritätsbekundungen und tatsächlich empathische Kommentare und Nachrichten gelesen rund um die ganze Thematik und weniger Anfeindungen und Gehässigkeit. Das Problem ist, dass es an der Stelle halt einfach super schwierig zu verallgemeinern ist. Natürlich wird es Kommentare jeglicher Art zu der Thematik gegeben haben, aber es ist letztendlich eben subjektiv, was man stärker wahrnimmt und was einem in die Timeline gespürt wird. Deswegen nochmal, dass es auch Kommentare gab, die deutlich unter die Gürtellinie gingen, ja, auf jeden Fall. Aber mich stört hier halt wirklich dieses Verallgemeinern. Große YouTuberinnen und YouTuber machen reihenweise Videos über den Fall, sezieren jedes noch so private Detail. Viele Videos, die ich gesehen habe, waren vor allem ein Zusammenfassen und Zusammentragen der aktuellen Informationen. Und das finde ich im ersten Moment tatsächlich nicht verwerflich. Wie Herr Schwarzer schon selbst mitbekommen hat, sind die Vorwürfe relativ vage formuliert. Und deswegen stellt sich nun für mich die Frage, welche privaten Details denn deswegen seziert werden. Was natürlich stimmt, ist, dass jede Information dreimal untersucht wird. Zu einem haben wir hier eine berühmte Person, die sich in der Vergangenheit gegen all das ausgesprochen hat, was ihr nun vorgeworfen wird. Diese Diskrepanz, diese Lücke zwischen dem, was Annie dargestellt hat und dem, was ihr nun vorgeworfen wird, ist etwas, was vor allem ihre Fans, aber auch viele andere Leute versuchen, mit Informationen zu schließen. Zusätzlich kommt aber auch noch hinzu, dass die mutmaßliche Täterin in diesem Fall eine Frau hier ist. Das kommt tatsächlich in so Online-Konflikten relativ selten vor und ich kann mir vorstellen, dass auch das einen Teil der Faszination ausmacht. Im Nachgehen bespricht Schwarzer fünf Probleme, die laut seiner Meinung aufgrund der Annie-Thematik hervorgehoben werden. Erstens,
ist das Problem mit der Macht. In dem Teil fasst Schwarzer ziemlich gut zusammen, was Machtmissbrauch eigentlich ist und auch, dass es innerhalb der Medienbranche generell ein riesiges Problem ist. Siehe zum Beispiel die MeToo-Debatte. Aber er hält auch noch etwas ganz anderes fest. Auch wenn die Vorwürfe gegen Badur kaum überprüfbar sind, plausibel sind sie allemal und sicher kein Einzelfall. Öffentlich gesprochen wird über Machtmissbrauch in der Branche jedoch kaum. Mauki erklärt in ihrem X-Post, in dieser Szene wird man dazu erzogen, still und brav zu sein, denn davon hängen Kooperationen und Collabs ab. Lustigerweise steht diese Aussage aber in einem bizarren Kontrast zu Schwarzers Punkt 3. Nichts ist mehr privat. Die womöglich toxische Beziehung zwischen Badur und Ex-Freundin Stab ist etwas, das im Normalfall unter Privatsphäre fallen würde, egal wie schlimm sie verlaufen ist. Sowohl Fans als auch Influencerinnen selbst sind sich allerdings offenbar einig, dass dies in der Öffentlichkeit verhandelt gehört. Selbst Geschäftspartner wie Sony Pictures forderten von Badur kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe ein öffentliches Statement ein. Man bemerke hier die spezifische Formulierung von Influencerinnen. Er meint nicht Reaction-Streamer oder Meinungsblogger, die das Thema jetzt noch krasser in die Öffentlichkeit ziehen und deswegen denken, dass es dort auch verhandelt gehört. Nein, er meint offensichtlich Mauki und Reeft, die das Thema erst richtig groß angestoßen haben. Vorher bemerkt Schwarzer, dass man über Machtmissbrauch in der Influencer-Branche kaum spricht. Wie würde man dieses Problem denn nur ändern können? Ja, vielleicht indem man darüber spricht, da... Die Vorwürfe, die gegenüber Annie the Duck veröffentlicht wurden, da dreht es sich nicht nur um eine toxische Beziehung, sondern das Ganze zeigt ein System auf. Zuerst meldete sich Mauki, aber tatsächlich blieb sie kein Einzelfall, denn nach ihr kamen noch viele andere, die ähnliche mutmaßliche Erfahrungen mit Annie the Duck geschildert haben. Toni unter anderem hat sich zum Beispiel gemeldet und damit Mauki krass unterstützt. Auf der anderen Seite wollte sie auch Fragen klären, die Mauki in ihrem Statement zu Toni selber geöffnet hatte. Aber alles, was Toni in ihrem Statement angesprochen hat, geschah im Rahmen des Statements von Mauki als Untermauerung derer Glaubwürdigkeit. Es wurden Vorwürfe weiter ausformuliert und mit eigenen anekdotischen Erfahrungen ergänzt. Durch das Ansprechen und Aussprechen solcher Vorwürfe ist es überhaupt erst möglich, so ein System zu entmanteln. Das Problem ist nämlich, dass Betroffene oft nicht wissen, dass sie kein Einzelfall sind, sondern hinter dem Machtmissbrauch ein ganzes System stecken kann. Das Problem ist, dass auch viele der Betroffenen das Ganze ja privat klären wollten. Eben deswegen gab es ja auch so lange Schweigen, bis der Damm endlich mal mit einer Person gebrochen ist. Und sollten die Vorwürfe stimmen, dann kann man bei Annie sicherlich von einem System sprechen, mindestens aber auf jeden Fall von einem Muster. Mauki, Eva und Rezo bestätigen, dass Annie mutmaßlich, sobald eine Person in ihrer Missgunst steht, sie anfängt, hinter den Kulissen Gerüchte über diese Person zu streuen. Und bei einem Influencer sorgt das eben dafür, dass der Ruf leidet und infolgedessen auch Kooperationsanfragen zum Beispiel weniger werden könnten. Besonders wenn der Fall und die Dynamik gerade deswegen so stattfinden kann, weil eine Person in der Öffentlichkeit steht und dadurch viel Macht hat. Aber mal davon abgesehen, natürlich fordert Sony ein Statement. Was ist das denn? Sogar Sony wollte eins. Es geht ja hier nicht nur um irgendeinen Billo-Streit zwischen Influencern so oder bloß um eine toxische private Beziehung. Die Vorwürfe, über die hier gesprochen wird, das ist knallharter Machtmissbrauch bis hin zu psychischer Gewalt. Natürlich will Sony, dass ihr Werbegesicht möglichst clean ist und wenn es das nicht ist, dann müssen sie sich öffentlichkeitswirksam positionieren, damit die Vorwürfe nicht auf sie selber zurückfallen. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde sich Wolfgang natürlich darüber freuen, wenn du ihr ein Like und ein Abo da lässt. In der Influencer-Szene gehen Privatleben und Job häufig Hand in Hand. In Twitch-Streams wird geplaudert ohne Punkt und Komma. Freundschaften und Beziehungen werden öffentlich gemacht und vermarktet. Es ist in gewissermaßen einfach Quatsch. Ja, es gibt Influencer, deren Content daraus besteht, ihr Privatleben Tag ein, Tag aus in die Öffentlichkeit zu schieben. Aber es gibt durchaus auch Influencer, die sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre legen. Wie viel wisst ihr zum Beispiel von einem Rezo? Kennt ihr überhaupt seinen richtigen Namen? Und ist euch aufgefallen, dass in dem ganzen Artikel Menschen wie Annie und Reeve mit ihrem bürgerlichen Namen angesprochen werden, aber Mauki zum Beispiel nicht? Überraschung, das liegt nämlich daran, dass man ihren bürgerlichen Namen gar nicht kennt. Und auch ist es Quatsch, dass jede Freundschaft öffentlich ist und man sie dadurch vermarktet. Wenn man befreundet ist oder in einer romantischen Beziehung und beide Personen stehen in der Öffentlichkeit, darf man dann nicht auch in der Öffentlichkeit zeigen, dass man sich kennt? Muss ich das dann geheim halten? Oder darf ich auch, wie jeder andere normale Mensch mit 50 Followern auf Instagram, Teile meines Lebens zeigen? Ey, und selbst dazu gibt es ja noch das Extrem, dass zum Beispiel ein Unge, wie er es letztens erzählt hat, eine komplett
alte Beziehung mit einer anderen Streamerin so geheim gehalten hat, dass eigentlich fast niemand davon wusste. Und jetzt kommt die ganz harte Erkenntnis. Jeder Influencer, jeder Creator entscheidet sich selbst, wie viel von seinem privaten Leben er in die Öffentlichkeit trägt. Das sind mündige Menschen, die sich entscheiden können, entweder ihr Leben zu verhökern für Klicks oder aber so viel geheim zu halten, wie sie möchten. Beides kann funktionieren. Des Weiteren kann man ja auch davon ausgehen, dass Influencer Freunde haben, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Nur davon kriegen wir halt nichts mit, weil es eben privat bleibt. Und so entsteht dann natürlich der Eindruck, dass die Freunde, die man als Influencer hat, alle ebenfalls Influencer sind. Also ja, es gibt definitiv Influencer, die absichtlich privates Drama in die Öffentlichkeit ziehen, weil es natürlich Klicks bringt. Siehe zum Beispiel einen 24Tim, den der Herr Schwarzer in einem Artikel vielleicht auch schon mal verteidigt hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt eben auch Fakt, dass man erfolgreicher Influencer sein kann, ohne sein ganzes Leben öffentlich zu teilen. Badur reagierte vermutlich auch aufgrund des Drucks mit einem Video. Darin widmete die Influencerin mehrere Minuten ihrer früheren Beziehung und fast eine halbe Stunde den Verdauungsproblemen ihrer Katzen, um den Vorwurf der Tierquälerei zu entkräften. Badur ist das sichtlich unangenehm. Ich möchte jetzt nicht noch eine Million weitere intime Details über die Beziehung auspacken, sagt sie im Video. Die hätten in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Ex-Freundin Antonia Stab, alias Reeft, hat derweil schon ein weiteres Statement als Antwort in Aussicht gestellt. Sie wolle allerdings nochmal darüber schlafen. Schließlich gehe es um sehr private Informationen. In dem Absatz liegt der Teufel im Detail. Der Inhalt ist rein faktisch betrachtet korrekt, jedoch lässt die Formulierung einen bitteren Nachgeschmack zurück. Anni sei es unangenehm. Ihr wird fast schon zugute gelegt, dass sie ja private Details geheim halten will. Und trotzdem hat sie in ihrem Statement aber Dinge erzählt bezüglich Reefts Vergangenheit und mentale Gesundheit, von denen ich persönlich nicht weiß, inwiefern Reeft sie thematisiert hatte in vorherigen Streams, beziehungsweise in welcher Tiefe sie das getan hat. Des Weiteren ist es nicht so, als hätte Reeft direkt ein Statement in Aussicht gestellt. Es klingt so, als wollte sie sich direkt äußern und war so, ach naja, okay, vielleicht mache ich noch ein kleines Powernap drüber. Tatsächlich hat sie eher eine Unsicherheit geäußert, ob sie überhaupt noch ein Statement dazu machen soll. Zitat: Aktuell fühle ich mich hin und her gerissen, da zahlreiche kleine Unwahrheiten verbreitet wurden, gegen die es konkrete Beweise gibt. Natürlich geht es hier wieder um sehr private Informationen und Momente. Ich würde gern ein paar Nächte darüber schlafen, um das Thema etwas weniger emotional anzugehen, um dann zu entscheiden, ob und wie ich mich nochmal dazu äußern werde oder nicht. Diese Differenziertheit mit der Toni sich hier ausdrückt, die geht im Artikel aber komplett verloren. Bei Anni kann man aber ja fast schon wohlwollend interpretieren, dass sie die Information absichtlich klein hält. Viertens, ein ungesunder Umgang mit Fans. Badur alias Annie the Duck spricht in ihrem Antwortvideo von Übergriffen, die sie durch ihre Followerschaft erlebt habe. Im Laufe ihrer Karriere sei sie immer wieder sexualisiert und in Nachrichten sexuell belästigt worden. Die Umarmungen auf Fantreffen seien daher eine Überwindung, erklärt sie. Sie habe dies ihren Influencer-Freundinnen im Privaten anvertraut und verstehe nicht, warum ihre Ex-Freundin dies nun in einem Livestream ausbreite. Thematisiert wird das in der aktuellen Debatte kaum. Es wird kaum debattiert, weil das der nachvollziehbarste Punkt in ihrem Statement war. Natürlich hat der Artikel in dem weiteren Punkt recht. Parasoziale Beziehungen sind gefährlich und ein großes Problem in der Branche. Aber niemand thematisiert das im Kontext der Annie the Duck-Debatte, weil jeder nachvollziehen kann, dass Annie sich in den von ihr beschriebenen Situationen massiv unwohl fühlt. Was man aber noch anmerken kann, ist, dass Reeft das Zitat ja eher als Beispiel bringt. Diese Frau hasst ihre Fans. Das ist in der Branche, das wissen so viele Leute. Es ist so eine unausgesprochene Sache, die so viele Leute wissen. Das hat sie nicht nur zu mir gesagt, das hat sie zu so vielen weiteren Leuten gesagt, auf irgendwelchen Messen, auf irgendwelchen Conventions. Und das nicht erst, weil, keine Ahnung, die Gamescom ist so stressig. Oh nein, ich habe keinen Bock, meine Fans zu sehen, es nervt mich gerade alles. Das hat sie damals schon gesagt, dass die Gamescom nicht mal Gamescom hieß, sondern, keine Ahnung, Roleplay, irgendwas. Hat sie schon gesagt, dass sie keinen Bock hat, jetzt zu ihren ekligen, schwitzigen Scheißfans zu gehen. Sie sagt ja auch absolut, Anni hasst ihre Fans und nicht Anni hat mal gesagt das. Und bis der konkrete Eindruck entsteht, dass jemand seine Fans hast, da könnte man mutmaßen, dass schon einiges passiert sein muss. Aber wir waren nicht in den Situationen dabei. Wir wissen nicht, wie Anni sich im Hintergrund zu ihren Fans äußert, weswegen ich den Punkt, so wie sie in ihrem Statement geschildert hat, absolut nachvollziehbar finde. Nicht nur Anni, sondern jeder hat ein Recht darauf, nicht von seinen Fans sexuell belästigt zu werden. Surprise, surprise. Und natürlich verstehe ich auch, dass sich infolgedessen unangenehme Gefühle gegenüber ihren Fans generell entwickeln können.
können. Fünftens, die große Lust am Mobben. Ist die Lage in der Branche erstmal eskaliert, zeigen weder Fans noch Betroffene Interesse, den Kern des Problems zu erkennen und die Probleme anzugehen. Die Spirale läuft meist eher so. Die Fan-Community freut sich über den Gossip, bekriegt sich irgendwann gegenseitig oder stürzt sich wie im aktuellen Fall geschlossen auf eine Seite. Gefordert werden dann Entschuldigungsvideos und dass der Beschuldigte zu Kreuze kriegt. Tut er das nicht oder nur unzureichend, wird die Stimmung noch aggressiver. Manche Influencer-Streits ziehen sich über Jahre und verlieren sich in immer kleineren Details. Ab einem gewissen Punkt geht es vor allem darum, die Karriere einer Person zu zerstören und sie quer durchs Internet zu mobben. Konflikte zwischen Influencerinnen und Influencern werden zum größtmöglichen Drama hochgepusht. Ach, die böse Cancel Culture, jetzt werden die arm Influencer gemobbt und Karrieren zerstört. Mir drängt sich ja auf, dass zwei verschiedene Szenarien in einen Topf und miteinander gleichgesetzt werden, obwohl diese nicht vergleichbar sind. Auf der einen Seite haben wir eher reguläre Internet-Beefs, die sich tatsächlich über Jahre hinwegziehen können, siehe zum Beispiel ABK und KuhnTV. Auf der anderen Seite haben wir aber Vorwürfe von systematischem Machtmissbrauch, bei dem aktuell versucht wird, sich mit den Opfern zu solidarisieren. Ebenfalls habe ich das Gefühl, dass der liebe Herr Schwarzer hier nicht versteht, dass es eine sehr feine Linie gibt, zwischen Kritik und Mobbing. Schauen wir doch mal kurz, wie Mobbing definiert wird. Im soziologischen Sinne beschreibt Mobbing oder Mobben psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Gruppe von Personen oder durch einzelne Personen in überlegener Position definiert ist. Zu den typischen Mobbing-Handlungen gehören unter anderem Demütigung, Verbreitung falscher Tatsachen, Behauptungen, Zuweisungen sinnloser Aufgaben und anderwärtiger Machtmissbrauch, Gewaltandrohung, soziale Exklusion oder eine fortgesetzte unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun. Ach ja, je, das klingt ja fast so wie das, was Anni gemacht haben soll bei Rezo, Mauki und Eva, wo sie mutmaßlich falsche Informationen verbreitet haben soll, um die Person schlechter dastehen zu lassen. Butter bei die Fische, dass Betroffene sich zu Vorwürfen äußern und diese ausformulieren und das andere wiederum an das Ganze zusammentragen und in einer Berichterstattung wiedergeben, das ist noch lange kein Mobbing. Briefed unter anderem hat sich zum Beispiel zu der Masse an Berichten so geäußert. Die Wellen, die das Ganze noch geschlagen hat, waren auch für mich sehr unerwartet. Das hat mir allerdings gezeigt, wie wichtig es doch war, über dieses Thema zu reden und das Schweigen zu brechen, um weiteren Opfern die Möglichkeit zu geben, über ihre Erfahrungen zu reden oder dadurch einfach besser abschließen zu können. Sie erwähnt aber auch, eine Sache wäre mir noch wichtig. Das Ganze ist eine emotionale Situation, aber bitte versendet keine Drohungen oder ähnliches. Das hilft weder der Situation noch den Opfern. Und damit beschreibt sie die Situation eigentlich ziemlich perfekt. Sozialer Druck in solchen Situationen ist unerlässlich für viele Opfer. Gerade wenn hinter den Vorwürfen mutmaßlicher Machtmissbrauch steht, der nur möglich ist, wenn alle Betroffenen weiter schweigen. Gleichzeitig sollte Kritik aber immer sachlich bleiben und niemals in Drohungen, Beleidigungen oder ähnlichem münden. Denn sowas geht natürlich gar nicht klar. Aber auch, dass es Leute gibt, die das Ganze zu Mobbing eskalieren lassen, möchte ich natürlich nicht absprechen. Und auch gibt es natürlich Menschen, die das ganze Drama nur des Geldes wegen ausschlachten. Aber das so generalisiert zusammenzufassen, wie das der Schwarzer tut, das spielt leider die Schwere in diesem konkreten Fall meiner Meinung nach total runter. Viele, wirklich viele Leute haben übereinstimmende Erfahrungen gemacht. Eine Person betreffend, die in der Öffentlichkeit steht und extrem viel Macht in diesem Bezug hat. Zugleich bestand Anis komplettes Image daraus, konträr zu dem zu sein, wie die Vorwürfe sie nun dastehen lassen. Wie Herr Schwarzer herausstellt, zeigt die Annie the Duck-Thematik deutlich, dass es Probleme in der Influencer-Branche gibt. Nur verfehlt er meiner Meinung nach hier zu erkennen, wie wichtig der Diskurs um Annie herum ist und dass er letztendlich selber auch nur den Namen nutzt, damit die Leute auf seinen Artikel klicken. Ich habe auch schon mal ein Video über einen Artikel von Matthias Schwarzer gemacht. Da ging es um Kritik an Leroy, welche er letztendlich auch teilweise damit abgetan hat, dass das ja auch mitunter Rassismus und Ableismus sein soll. Gleichzeitig spielt bei einem Zoff in der Branche auch das Geld eine Rolle. Zum Fall Annie the Duck wurden auf YouTube dutzende gehässige Reaction-Videos und Meinungsvlogs veröffentlicht. Viele haben Aufrufzahlen im sechsstelligen Bereich, was die Kasse klingen lässt. Geld, das Schönste auf der Welt. Es kommt zu mir von überall und es macht mir die Taschen prall. Was? $3 weniger Gewinn im letzten Monat? Ich muss hier wohl mal ganz andere Seiten aufziehen. Zugleich haben die Akteure die
Gelegenheit, sich als die Guten zu inszenieren. Hier frage ich mich tatsächlich, ob Matthias Schwarzer letztendlich nicht dasselbe tut. Der Artikel ist am Ende nichts weiteres als ein Meinungsvlog in schriftlicher Form. Und auch er inszeniert sich ja hier als einer der Guten, da er meint, das wahre Problem hinter Annie the Duck verstanden zu haben. Aber hey, das ist ja hier alles bloß meine Meinung. Schreibt mir gerne eure unten in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal.